Hallo Jung und Alt, hier ist der Stempel Marile mit einer Anleitung für jedermann. Heute zeige ich euch eine Valentinskarte. Die Zeit vergeht schneller als man denkt. Und deswegen habe ich heute eine Schüttelkarte für euch vorbereitet, die auch für jedermann geeignet ist, würde ich behaupten. Aber das entscheidest du am Ende. Und dann zeige ich dir mal die Karte. Das ist die Grundkarte, die ist 9 x 12,8 cm. Wenn du die selber falzen möchtest, dann nimmst du 18 x 12,8 cm und falzt bei der 9. Dann hast du deine Grundkarte. Als nächstes brauchst du ein Stückchen Tonpapier in den Maßen 8,5 x 12,3. Und ich habe da einen Rotton genommen, weil es eben gut zu Valentin passt. Und du brauchst eine Folie, die ein bisschen fester ist, in den Maßen 8,4 x 12,2. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, weil ich glaube, du kriegst das gut hin, ohne mir dabei zuzuschauen. Und zwar habe ich ein großes Fenster ausgestanzt mit so einer Stanzform und habe dann diese Folie, so sieht man es, glaube ich, ganz gut, ja, dann dahinter geklebt. Und zwar habe ich das mit doppelseitigem Klebeband gemacht, damit es schön stabil hält. Die festere Folie ist deswegen nötig, dass das auch schön stabil sitzt. Wenn du sowas ganz Dünnes hast, das hängt immer so busy durch und so, das ist nicht ganz optimal. Genau. Dann, wenn das geschehen ist, nehmen wir unsere Karte hier und bestempeln hier den Hintergrund. Ich habe hier diese drei Herzchen ausgesucht aus dem Set Verspieltes zur Geburt und habe eine graue Farbe genommen. Ich finde, das passt immer ganz schön zu Rot und habe hier einfach den Hintergrund bestempelt. Den habe ich nicht bis ganz zum Rand gemacht, weil ich möchte, dass der hier in dem Fenster ist, der Hintergrund, und jetzt nicht zwingend so noch rausschaut. Aber auch das kannst du natürlich anders machen, wenn dir das anders besser gefällt. So, jetzt möchte ich in das Fenster noch was reinsetzen. Und da habe ich mir so einen Kreis ausgestanzt und habe mir ein schönes Herz ausgesucht aus dem Set Schatzkarten oder für Schatzkarten. Das ist schon ein bisschen älter. Das gibt es nicht mehr, aber es gibt, glaube ich, jetzt irgendwie in jedem dritten Set irgendwie Herzen drin. Also kann man die super variieren, die Karte. Ich liebe dieses Set halt, weil da eben so eine schöne Schachtel dabei war und du eben diese kleinen Stempel auch noch hast mit Du und Ich. Ich habe auch einen Du und Ich Stempel ausgesucht, allerdings aus diesem Set in der Arktis. Das liebe ich total und da habe ich diesen schönen Stempel ausgewählt. So, jetzt habe ich aber zunächst diesen Kreis eben mit meinem roten Stempelkissen mit dem großen Herz bestempelt. Wunder dich nicht, ich habe das schon vorab gemacht, aus dem einfachen Grund, das muss gut trocknen. Ich möchte jetzt darauf nämlich embossen. Das habe ich noch nicht gezeigt und ich dachte, das ist vielleicht ganz schön für alle, die noch nicht embossed haben. Es ist mal interessant zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist nämlich mega einfach, kein Aufwand, macht total was her. Und dafür muss eben die untere Tintenfarbe trocken sein. Am besten machst du es hier noch mit einem Schwamm oder mit einem Tüchlein oder so. Da gibt es auch so extra kleine Säckchen, dass man das Papier richtig sauber macht. Und dann brauchst du ein spezielles Stempelkissen. Und zwar ist das das Versamark. Das nimmst du jetzt für deinen Sprüchestempel. Und ich setze das jetzt hier schön in die Mitte. So, und jetzt lege ich mir hier was drunter, weil du brauchst jetzt das Embossingpulver. Ich mache das immer schön großzügig da drauf. Und das ist natürlich viel zu viel und ich will das ja nicht total verschwenden. Deswegen mache ich das immer auf so ein Papier und schütte das dann wieder zurück. Den Rest, manche machen das auch gleich über so kleinen Schachteln oder so. Für mich ist es so am praktischsten, habe ich festgestellt. Und jetzt siehst du schon, hat sich das Pulver hier quasi festgesetzt
Und sieht ganz süß aus. So, das lege ich mal zur Seite, ganz vorsichtig. Und füllen wir das später zurück. Und jetzt brauchen wir unsere Hot Air Gun. Die gibt es echt schon ganz günstig zu erstehen. Also das ist eine Investition, die kann man sich eigentlich super mal leisten. Und dann machen wir das heiß. Achtung, es wird laut. Und tada, das war die ganze Kunst. Ich habe hier so ein weißes Embossingpulver genommen. Das gibt es in allen Farben. Also ich habe auch eins, das in der Nacht leuchtet. Ich habe eins mit Glitzer drin. Es gibt ein klares, das man dann quasi unter Farbe oder auf Farbe setzen kann. Genau, also wie du siehst, super schnell. Und jetzt hast du eben so eine erhobene Schrift da drauf. Super schöner Effekt. Ich mache jetzt hier noch ein paar silberne Pünktchen drauf. Einfach so random verteilt. Und ich habe auch noch eine kleine Herzstanze. Vielleicht auch noch ein Herzchen. Vielleicht mal aus einem sauberen Stück weißem Papier wäre schön, gell? Da mache ich mir mal ein paar raus. Und wo ist mein rotes? Da auch noch. Gut. Eins brauchen wir noch, gell? Immer ungerade. Ist schon krankhaft ein bisschen, gell? So. Und jetzt, genau, würde ich das hier in die Mitte kleben. Das sollte relativ plan kleben. Sonst bleibt das Zeug, das du zum Schütteln reinmachst, hängen. Was ich allerdings auch nicht so schlimm finde. Also, stresst mich jetzt auch nicht so. Ich kontrolliere mal so ein bisschen. Ja, das schaut gut aus. Weil dann schüttelt man halt einfach nochmal und es hat ja auch irgendwie einen Effekt, wenn es dann so ein bisschen oben, unten, hinten, vorne klebt. Die Pailletten oder Glitzy oder was du halt da reinmachen magst. Na, so. Ich habe noch so total süße kleine Herzchen zum Aufkleben. Ne? Also wenn dir sowas über den Weg läuft, ich nehme sowas dann immer mit. Das ist jetzt von Stamping Up, aber sowas kann man halt immer gebrauchen. So, kleines Herzchen dahin. Und noch eins aufs andere rote. Ja, ich würde mich total freuen, wenn ich mein Präzisionswerkzeug finden würde. Ich habe aufgeräumt, also ich habe keine Ahnung, wo das gelandet sein könnte. So, und jetzt kommt der Trick. Du brauchst jetzt hier so Abstandshalter, und zwar nicht die normalen, sondern am besten diese Streifen. Das macht das Leben leichter. Und stopp, bevor ich das mache, fällt mir gerade noch ein, ich wollte noch ein Schleifchen da unten hin machen. Das musst du davor machen, weil das muss bündig abschließen. Und dann musst du echt dann den Streifen gut dahin setzen, wo das Schleifchen sitzt, damit da nichts rausrutscht. Also, ein graues Schleifchen machen wir noch hin. So. Genau, ach, dann wollte ich dir auch noch zeigen, natürlich gibt es jetzt auch die Möglichkeit, wenn du sagst, boah, das ist mir viel zu medihaft. Also ich habe jetzt hier auch zum Beispiel so Sternchen und Herzchen in blau-grün und
hier auch so Herzchen aus ein bisschen dickerem Plastik. Dann gestalte das blau, ne? Wenn du sagst irgendwie, boah, ich habe für meinen Mann da eher Lust, eine andere Farbe zu nehmen, oder vielleicht mag er die Frau auch lieber blau und steht gar nicht so auf rosa. Kenne ich ganz viele, die das ganz doof finden. Und dann machst du es halt einfach in einer anderen Farbe. So, wenn du jetzt... das habe ich nicht gut geklebt. Das sollte nämlich nicht so rausschauen. Wenn du jetzt so ganz dünnen Glitzy hast, also so richtig Staub, sag ich mal, sowas, so Perlen oder eben Glitzer, dann musst du echt schauen, dass das super gut abgeschlossen ist. Wenn du, das weiß ich leider nicht. Jetzt hat meine Alexa reagiert. Wenn du da größere Teile hast, dann ist das nicht so tragisch, gell? Also dann musst du es halt schön sauber abschließen, aber da kommt es jetzt nicht auf den Mini-Mini-Millimeter an. Genau, und dann setzt du dir das schön hier außen am Rand entlang auf. Kann man auch gut stückeln hier, also das ist so kein Ding. Ich glaube, ich möchte aber das lange hier über das Band setzen, dass das schön geschlossen ist. So. Hast du auch gleich geschafft. Und noch ein kleines Stückchen. Na du. Hier anschließen. Und dann müssen wir halt noch so ein Mini-Stückchen da reinquetschen. Hilft aber nichts, das muss da rein, weil sonst, wie gesagt, das Zeug rausfliegt. Und das wäre mega doof. So, und dann siehst du, da habe ich so ein bisschen Lücke gelassen. Dann nehme ich das nochmal hier weg und schaue, dass ich das richtig schön hier abschließe. So, na, das ist auch noch nicht opti. Jetzt da. Gut. Jetzt ziehen wir uns das ab. Ich habe eine Füllung in rosa-weiß-rot. Die zeige ich gleich. Hier ist die. Das sind einfach so Pailletten und kleine Mini-Herzchen und so Kügelchen. Also nichts ganz Kleines. Sollte jetzt dann auch nicht so rausrutschen. So, mein Mini-Stückchen, das mich ärgert. Jetzt, da. Gut. Ich gebe das auf die Karte. Also, du musst schauen, wie das für dich gut ist. Manche füllen das hier rein und setzen dann die Karte drauf. Ich lege das auf die Karte, das Füllmaterial, und setze dann meinen Aufsatz drauf. So. Also, wir machen das da rein. Ne, und weißt ja, bei mir, mehr ist mehr. Also kann schon ordentlich was rein von dem Zeugs. So. Wenn wir das ein bisschen flach kriegen, dass das nicht verklemmt, wenn du gleich das Ding draufsetzt. Da hat sich eins verstickt. So, jetzt feste drücken an allen Ecken und Enden
Vor allem auch, wenn du weißt, da war so ein kleines Eckchen. Dann kann man die Schleife auch nochmal schön binden. Weil jetzt ist es feste. Na du! Ärger mich nicht. So, ein bisschen netter als vorhin. Gut. Oh nein, ist das Ding fertig. Na? Ah, wie du siehst, da hat sich schon was verkeilt. Aber das löst sich dann meistens so. Schüttel, schüttel. Und das hätte ich ja auch gesagt, es bleibt dann schon wahrscheinlich da hängen. Aber guck mal, wie schön das aussieht. Also gerade, wenn es da so ein bisschen festhängt an den erhobenen Sachen. Sieht es doch ganz cool aus. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß. Du kannst das natürlich noch mehr aufdekorieren. Ich habe ja hier auch noch ein paar Herzchen übrig. Ne, kann man hier noch was hinmachen oder ja, wenn dir das so reicht, ist das gut. Das geht in jeder Farbe, wie gesagt. Und dann freue ich mich, wenn du das nachbastelst und mich vielleicht verlinkst auf deinem Instagram. Oder auf Facebook bin ich auch unterwegs. Oder du schreibst mir hier was in die Kommentare. Und dann bin ich gespannt auf dein Werk. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich freue mich bis dahin. Liebe Grüße, dein Stempel Marile.